ist die Drogerie, wa? Auf dieser glatten, leicht zu reinigenden Platte aus rot geädertem Carrara-Marmor, was auch immer das ist, bereitet der Apotheker seine Rezepturen zu, zählt Pillen ab oder teilt größere Pulverhäufchen in kleinere auf. Eine feine Schicht weißen Puders auf der Oberfläche zeigt, dass der Apotheker entweder gerade damit gearbeitet hat oder aber, dass man über seine Vorstellung von Reinigkeit mal mit ihm reden sollte. Können wir das Puder hier mitnehmen? Schau an Puderschicht. Eine genaue Untersuchung und eine kurze Riechprobe entlarven das Pulver als gewöhnliches Badeteilkum, das zur Parfümierung mit Lorbeeressenz versetzt wurde. Okay. Ein Stiftehalter. Eine Keramiktasse, die dem äußeren Anschein nach früher mal einen Rasierpinsel beherbergte. Heute bildet sie die Heimstatt für einen abgebrochenen Bleistift und ein Polstereimesser. Nee, Polsterermesser. Können wir den mitnehmen? Aber wir können uns das Messer anschauen. Ein langes Messer mit einer sichelförmigen Klinge, die an einen Haken endet. Es ist gedacht, um schnell und gründlich Stoffgewebe oder andere weiches Material zu durchtrennen. Könnte das das besagte Messer sein, was wir suchen? Ein 2-Penny-Notizheft, in dem eine zittrige Handschrift auf der Seite das Wort Rezepte geschrieben hat. Dieselbe unsichere Hand, darunter die Medizin... Die Medizinen, Schlafmittelchen, Magenpulver und ähnliche Heilmittel vermerkt, die für die Kundschaft gemischt wurden. Okay, das ist also eine Marmor aus einem gewissen Ort, aus Carrara. Ich war noch nie in Italien. Huch. Mir ist irgendwas runtergefallen gerade, bei der Teekanne. Naja. Also er darf, Champagner ist nur echt, wenn er daherkommt. Also nur echt mit dem Namen. Obwohl die Rezeptur genau identisch ist. Aber das ist halt so mit bestimmten Weinen und sonstigen Sorten, ne? Auf einem Eichenständer liegt aufgeschlagen das Kassenbuch. Nur die Produkte und ihre Preise sind darin vermerkt. Der Inhalt der halboffenen Kassenschublade darunter besteht zum weit überwiegenden Teil aus Luft und etwas Kleingeld. Eine Waage haben wir auch noch. Ein eingravierter Stempel auf der Apothekerwaage informiert den Betrachter, dass dieses Präzisionsinstrument aus massivem Messing 1852 in Prag bei der renommierten Firma Kafka und Sohn hergestellt wurde. So, der Junge hier, das ist bestimmt der Junge, den wir suchen. Ein kräftig gebauter Kerl von 16 oder 17 Jahren mit intelligenten Augen und einem wachen Blick staubt das Inventar ab. Seine Straßenkleidung lässt den Schluss zu, dass er nicht offiziell als Lehrling hier angestellt ist. Das ist genauso wie eine Rolex, die kauft man nicht einfach so, ne? Oder eine Gucci-Handtasche. Mein Kompliment, Sir, zu Ihrem herrlichen Geschäft. Alles im traditionellen Stil und die Ware so eindrucksvoll ausgestellt. Vielen Dank, Sir. Sehr freundlich von Ihnen. Es ist alles noch so wie zu Lebzeiten meines Vaters. Die gute alte Art, Sachen zu tun, einfach nicht zu verbessern, nicht wahr? Es ändert sich auch ja auch eigentlich nicht wirklich was. Die Leute brauchen immer noch die gleichen Sachen. Vom Arsen bis zum Zinkoxid habe ich alles da, womit kann ich Ihnen denn dienen? Ich habe Grund zu der Annahme, dass Ihr Lieferjunge hier mir bei meiner Untersuchung behilflich sein könnte. Das mag ja sein, aber wie Sie sehen, ist er gerade beschäftigt und ich bezahle ihn schließlich nicht dafür, dass er mit Kunden plaudert oder mit irgendwelchen Leuten von der Straße. Guten Tag, mein Herr. Dürfte ich kurz mit Ihrem Lieferjungen reden? Es dauert nur einen kurzen Moment. Zeit ist Geld, wie man so schön sagt, und wir sind im Moment sehr beschäftigt mit unserer Inventur und dem ganzen Kram. Ein andermal wäre entschieden günstiger. Guten Tag. Könnte ich bitte eine kleine Flasche von Professor Whitcombs Katar-Rezeptur haben? Selbstverständlich, Sir. Haben wir gleich hier unter der Theke. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Dürfte ich Sie auch noch um ein wenig von Lansdowns berühmten Leberelixier bitten? Selbstverständlich, mein Herr. Genau das Richtige, um die alte Leber wieder auf Schwung zu bringen, ne? Mein Magen sieht es nicht besonders gut in letzter Zeit. Ein wenig von Vernets lindernder Mischung sollte ich wohl noch mitnehmen. Exzellente Wahl, Sir. Für einen nervösen Magen gibt es nichts Besseres. Ja, bei diesem Wetter neige ich zu Heiserkeit und Reizhusten. Führen Sie Bechams Tabletten.
Aber natürlich, mein Herr, während der regnerischen Jahreszeit verkaufe ich Unmengen davon. Toll. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn ich kurz mit Ihrem Assistenten reden könnte. Solange Sie wollen, gerne. Nur kann ich mir nicht vorstellen, wer Ihnen helfen könnte. Er ist zuverlässig und vertrauenswürdig, nicht wie die meisten Jungs heutzutage. Richard, komm doch mal kurz runter und sprich mit diesen Herren. Der rennt doch bestimmt gleich weg, oder? Richard, würdest du uns etwas über dein Interesse an der Schauspielerin Sarah Caraway erzählen? Tut mir leid, Sir, aber wovon sprechen Sie? Kennst du einen Gastwirt namens Taggart? Was ist ein Gastwirt? Ein Gastwirt? Und tu nicht so, als ob du das nicht wüsstest, bewirtet Gäste und zwar in einem Pub oder einer Gaststätte. Und spiel hier nicht den Idioten, das steht dir nicht. Nein, ich kenne keinen Taggart, Gastwirt oder nicht. Bringst du manchmal Bestellungen in die Gegend von Covent Garden? Ja, sicher, Sir, jeden Tag. Dann kennst du einen Pub namens Moongate? Ja, das heißt nein, also ich kenne die Namen der Pubs dort. Hast du schon mal ein Mädchen mit Namen Leslie getroffen, das vor dem Moongate Blumen verkauft? Ja, aber ich war noch nie in dem Pub. Ich mag kein Bang Drummond Lager. Du bist entweder ein Narr, Richard, oder du hältst mich für einen. Sag mir die Wahrheit und ich kann dir vielleicht helfen. Du stehst immerhin in Verbindung mit einem sehr schweren Verbrechen. Ich sage doch die Wahrheit. Ich weiß wirklich nichts Wichtiges über Miss Caraway. Versuche es nicht mit Haarspaltereien, Richard. Miss Caraway ist brutal ermordet worden und du hast vor kurzem nach ihr gefragt. Sag uns, in welcher Beziehung du zu ihr standest. Ermordet? Unmöglich. Ich hatte ja nicht mal die Chance, mit ihr zu reden. Ich wollte sie heiraten, schon immer, seit ich sie in Love's Labor Lost gesehen habe. Ich war verrückt nach ihr, wollte wissen, wo sie lebt, wollte alles über sie wissen und jetzt ist sie tot. Ich werde nie wieder eine andere lieben können. Es tut mir aufrichtig leid, Richard. Ich wusste ja nicht, dass Miss Caraway so einen glühenden Verehrer und Bewunderer hatte. Kannst du uns mit irgendwelchen Informationen weiterhelfen? Nein, bitte lassen Sie mich nur ein wenig allein jetzt. Natürlich. Kommen Sie, Watson. Nö. Doch. Watson? Glauben Sie, das ist der Mann, den wir suchen? Er sieht eher nervös als intelligent aus, finde ich. Seine Verbindung zu unserem Fall, falls es eine gibt, ist mir ein Rätsel. Na toll. Warte mal. Er hat aber die Parfüm... Nee. Oder benutzen? Nee. Ach nee, das war ja der James hier, der Dings. Alles klar. Tabakler. Ach ja, da müssen wir auch noch nachfragen, ne? Warte mal, ich gehe mal kurz noch mal hier gucken. Oh, die Stimme kriege ich gar nicht mehr. Sie sind einfach da. Wir arbeiten mit Scotland Yard zusammen, um Sarahs Mörder zu finden. Sie müssen uns glauben. Ich glaube Ihnen aber zufällig nicht. Warum sollte ich auch? Sie haben mir nur Ärger gemacht bisher. Sarah ist nicht tot. Sie kann nicht tot sein. Davon werden Sie mich nie überzeugen. Es passierte gestern früh, Mr. Sanders. Es tut mir sehr leid. Vielleicht, wenn Sie Beweise hätten. Eine Sterbeurkunde oder sowas. Oder aber nein, das ist ja Blödsinn. Ich habe Sie doch vor 2 Tagen noch gesehen. Ich weiß nicht, was für ein Spiel Sie spielen. Aber ich weiß, dass Sie jetzt wirklich besser verschwinden. Oh, wo ist er denn hin? Haben wir einen Beweis? Ach Gott, wir haben die ganzen Sachen hier mit bei. Verdammt. Können wir die Karten ihm zeigen? Nee. Wir brauchen einen Totenschein oder sowas. Ah, hier. Ich würde gern die Sterbeurkunde von Sarah Caraway einsehen. Haben Sie sie fertig?
Ja, Mr. Holmes, gerade fertig geworden mit dem Ausfüllen. Liegt da drüben auf der Leiche. Darf ich die Urkunde oder eine Abschrift davon mitnehmen? Auf gar keinen Fall, Mr. Holmes. Dies ist ein offizielles Dokument, versehen mit dem Siegel der Stadt London. Eine Kopie wäre ebenfalls gegen die Vorschrift. Ich glaube nicht, dass ich eine solche Abschrift in meiner offiziellen Funktion unterschreiben könnte. Und es steht hier im Moment ja sowieso kein unbeglaubigter Schreiber zur Verfügung. Aber er vielleicht. Ah, Sie sind's, Holmes. Okay. Achso, ist das jetzt durch? Dürfte ich Sarahs persönliche Habe nochmal anschauen? Selbstverständlich, Mr. Holmes. Können wir die anderen Sachen mitnehmen? Braucht er noch? Okay. Braucht er noch? Aber das hier ist ein zerbrechliches Halskettchen. Sie hatte doch ein ganz schweres gehabt. Wir können hier nichts mitnehmen. Mit einigen der Sachen bin ich noch nicht ganz durch. Achso, das ist hier so. Dies ist ein offizielles Dokument, versehen mit dem Siegel der Stadt. Okay, wir können also, können wir uns angucken. Müssen wir was anderes finden für. So. Da können wir also hier noch nichts machen. Wir gehen mal. Melodie kenne ich. Du, 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 du. Ach, an ein edles Mahagonibrett montiert scheint sich dieser Elchkopf sogar in ausgeschöpftem Zustand wohlzufühlen. Der Tierpräparator war mehr als nur gut in seinem Beruf. Oben am Brett ist eine Plakette mit einer Inschrift angebracht, die allerdings von hier unten nicht zu entziffern ist, da der Elchkopf sie verdeckt. Hier ist weiter nichts. Ein Junge im Laden. Könnten wir bitte mit den Eigentümer sprechen? Tut mir leid, Sir. Er ist in Schottland, Moorhühner jagen. Er wird auch noch mehrere Tage wegbleiben, fürchte ich. Ich habe gehört, er ist überhaupt selten da, mit all seinen Jagdausflügen und so. Er war sogar mal in Ostafrika. Vielleicht kannst du uns sagen, woher dieser Elchkopf stammt. Irgendwo aus Nordamerika, schätze ich. Nein, mein Junge, Holmes will wissen, wer den Elchkopf für den Besitzer präpariert hat. Stimmt, mein lieber Watson, ich hätte wirklich etwas präziser fragen sollen. Da weiß ich nun wirklich nichts darüber, habe ihn aber angeben hören mit dem Elchkopf, ist er mächtig stolz drauf. Er sagt, die sind sehr gefährlich. Sieht doch eigentlich gar nicht gefährlich aus, oder? Es ist von ausschlaggebender Bedeutung, dass ich erfahre, wo der Elch ausgestopft wurde. Fällt dir irgendwas ein, was mir helfen könnte? Tut mir furchtbar leid, Sir, aber ich weiß nichts. Und mir fällt auch niemand ein, der was wissen könnte. Ich helfe hier nur aus, so für eine gewisse Zeit. Aha. Warte mal, vielleicht... Oh, warte mal, hier. Jonas, ich benötige eine alte Ausgabe der Times, die gestrige Frühausgabe, genauer gesagt, in der von dem Mord hinter dem Regency-Theater berichtet wurde. Oh, das tut mir leid, Mr. Holmes. Ich fürchte, diese Ausgabe ist total ausverkauft, genau wie alle anderen seitdem. Ich habe keine Remittenten mehr. Die meisten Leute verfolgen gespannt die Polizeiermittlung im Ripper-Fall. Und gestern war der Sportteil zudem noch besonders spannend wegen der Cricket-Spiele in Melbourne. Spofford spielt wie ein junger Gott, wissen Sie. Aber ich nehme an, in der Fleet Street wird man noch einige Exemplare haben. Danke sehr, Jonas. Ich werde es dort einmal versuchen. War klar. Wiggins, ich habe einen Auftrag für dich. Zu Diensten, Mr. Holmes.
Geh in die Fleet Street, in die Büros der London Times, bring mir ein Exemplar der gestrigen Zeitung, aber der Frühausgabe. Eine halbe Krone, sobald ich sie in den Händen habe. Eine halbe Krone ist völlig in Ordnung, Sir, aber die Fleet Street ist doch ziemlich weit weg, besonders für etwas, das ich sowieso schon hier habe. Sie müssen wissen, diese Jacke hier wird langsam etwas dünn und die Times hat genau das richtige Format, um das Futter da etwas da, aufzufüllen und den Körper warm zu halten. Mr. Jonas ist immer so nett, mir ein Exemplar abzugeben, wenn er abends noch was übrig hat. Ist dies hier vielleicht die Ausgabe, die Sie suchen? Genau, mein Junge, und sagen wir eine ganze Krone in Ordnung, das sollte genügen für eine neue Jacke. Dass er nicht mit dem Geld von Watson bezahlt hat, ne? Ist es nicht sonst so, dass er mit dem Geld von Watson immer bezahlt? Watson, bezahlen Sie den Jungen hier. So. Eine Ausgabe der Times, in der über den Tod von Sarah Caraway berichtet wird. Okay. Es geht weiter. Du, du, du. Du, 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 du. So, wir können wieder hierhin. Das kann einfach nicht wahr sein. Meine, sie ist tot. Wer war das? Wer? Ich reiß ihn in Stücke, ich... Das hier ist Mr. Sherlock Holmes, Detektiv und Berater von Scotland Yard. Und mein Name ist Dr. Watson. Wir versuchen, Ihren Mörder zu finden, doch dazu brauchen wir Ihre Hilfe. Eine recht zerlesene, ledergebundene Ausgabe von Lewis Carroll's The Hunting of the Snark. Ein rundes halbes Dutzend Schulschals mit Wappen. Nach einem harten, aber fairen sportlichen Wettstreit tauschen Jungs oft ihre Schals aus als Zeichen des gegenseitigen Respekts. Eine ungewöhnlich saubere und vielseitige Sammlung von Materialien, mit deren Hilfe man eine Unzahl von chemischen Versuchen durchführen könnte. Neben der üblichen Laborausstattung finden sich auch zahlreiche giftige Substanzen wie Arsen, Vitriolöl, Bisulfat und eine Reihe pflanzlicher Alkaloide. Okay. G.L. Faringay Phillips, kürzlich veröffentlichtes vierbändiges Standardwerk über Alkaloide namens An Inquiry into Strychnos, Toxifera and Curare. Interessant, Gifte. Aber es ist, glaube ich, sein Zimmerkollege hier, ne? Das ist sein Bereich. Er ist der Sportler, der clevere von beiden. Eine beeindruckende, geschmackvolle Auswahl von Sportpokalen geschmückt diese grob gezimmertes Regal. Die Trophäen scheinen aus der letzten Zeit zu stammen und auf jeder ist der Name James Sanders eingraviert. Oh, das ist ein Sportprofi. Da ist ein Rugbyhemd. Der Größe und Zustand des Hemds lassen vor dem inneren Auge des Bildes einen Riesen erscheinen, der weder vor Gras noch Schlamm, noch Blut zurückschreckt. Er ist aufgebahrt wie ein Heiligtum, ein Schrein des Sports. Dieses uralte und gesplitterte Holz muss demjenigen, der es an diesem Ehrenplatz gehangen hat, viel bedeuten. Die Inschrift ist 132 Not Out, 16. Mai 72, ist offenbar mit einem rotglühenden Kamineisen ins Schlagende, nicht in die Schlagende, sondern in das Schlagende eingebrannt worden. Okay, wir reden mal mit ihm. Oh, der ist so traurig. Was können Sie denn noch von mir wollen? Haben Sie Miss Caraway in der letzten Zeit getroffen? Die letzten paar Abende nicht. Wir hatten befürchtet, der Trainer könnte uns auf die Schliche kommen und haben uns eine Zeit lang voneinander ferngehalten. Sie wurde später in der Nacht hinter dem Regency-Theater getötet. Wissen Sie noch, wo Sie zur Tatzeit waren? Ich war hier, wie immer, und habe für meine Chemieprüfung gebüffelt. War Ihr Zimmergenosse hier, sodass er Ihr Alibi bestätigen könnte? Nein, er ist so gut wie nie hier. Er hängt immer im Labor rum. Oder, aber Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass ich etwas mit dem Mord zu tun haben könnte? Nein, 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 keine Bange. Aber je mehr Zeugen man befragen kann, desto leichter sind die Ereignisse nachzuvollziehen. Also, er weiß mit Sicherheit gar nichts über Sarah. Ich habe sie sogar vor ihm geheim gehalten. Wissen Sie, ob irgendjemand Streit mit Sarah hatte? Nein, das kann ich nicht sagen. Wir kannten uns zwar sehr gut, wussten aber notgedrungen recht wenig von unseren jeweiligen Freunden. Sie könnten Ihre Schwester Anna fragen oder deren Verlobten Antonio Caruso. Vielleicht könnten die Ihnen etwas darüber sagen. Wo können wir die beiden finden?
Ich bin noch bei keinem der beiden gewesen, kann Ihnen also auch die Adressen nicht verraten. Aber ich weiß, dass Anna im Chancery Opernhaus singt. Und ich habe Antonio öfters sagen hören, dass er seine Freizeit zum größten Teil in der St. Bernard Snookers Academy verbringt. Wo haben Sie die beiden denn getroffen, wenn Sie bei Ihnen nie zu Hause waren? Wir sind oft miteinander zum Picknick gegangen. Es gab da eine Stelle in der Nähe einer Klosterschule, da wollte Anna immer hin. Ich nehme an, sie ist öfters da. Sie liebt Kinder und schaut ihnen gerne beim Spielen zu. Es gab einen Jungen, an dem schien sie besonders interessiert zu sein. Komischer, kleiner Knabe. Spielt nie mit den anderen, steht immer abseits. Anna hat sich manchmal mit ihm unterhalten. Wo genau ist dieser Picknickplatz? Genau westlich von hier, wo Earl's Court in der Brompton Road mündet. Wir haben immer bei den schmiedeeisernen Zaun hinter der Schule gesessen. Könnten Sie uns noch irgendwie bei unseren Ermittlungen helfen? Alles, was ich Ihnen noch sagen kann, ist, wenn Sie Sarahs Mörder gefunden haben, sorgen Sie besser dafür, dass ich ihn nicht in die Finger bekomme. Sonst werde ich es sein, der wegen Mordes am Strick hängt. Wenn ich den nämlich zu fassen kriege, bringe ich ihn um. Okay, er hat uns sehr viel Infos gegeben. Sieht ja schön aus hier. So schön klassisch, ne? Diese, naja, Gentlemen scheinen sehr beschäftigt zu sein mit ihrem Spiel. Es könnte sich als etwas schwierig erweisen, ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Flips müssen einfach bloß einen Ball wegnehmen. Jack Mahoney, Nobby Carlton, Zuschauer. Verschwinde, Kumpel. Ich versuche mich zu konzentrieren. Schau, Kumpel, du musst schon warten, bis ich das fertig habe, ne? Nur eine Minute, ich will nur gerade in Ruhe zielen, okay? Fall doch bitte jemand anderes auf die Nerven, du störst hier. Ich würde gern unter vier Augen mit einem Herrn namens Antonio Caruso sprechen. Gegen ein gewisses Entgelt könnte ich vielleicht einige Informationen beisteuern, Sir. Ein Guinea ist bestimmt ein fairer Preis. Sie verhandeln hart, Sir. Ich hoffe nur, die Ware ist den Preis wert. So ist brav, kluges Kerlchen. Also, Sie sollten sich mal mit Nobby unterhalten, dem Typ mit dem Filzhut da drüben. Der kann Ihnen sagen, was Sie wissen wollen. Okay, ich red mal mit Nobby. Langsam, Jungchen, du wirst schön brav warten, bis du dran bist. Genau wie jeder andere auch. Ich habe gehört, ein gewisser Antonio Caruso soll hier spielen. Man sagt, er sei unschlagbar, stimmt das? Wenn Sie was über den Mann wissen wollen, sagen Sie es doch einfach. Ich erzähle Ihnen gerne, was ich weiß. Kostet allerdings eine Kleinigkeit. Sagen wir einen Souverän. Ich bin bereit, einen Schilling zu bezahlen, aber keinen Penny mehr. Sie sind hier nicht auf dem Wochenmarkt von Chelsea. Ich feilsche nicht. Wenn Sie die Ware wollen, zahlen Sie den Preis. Einen Souverän. Okay. Ein bisschen happig der Preis, aber nur gut, ich habe es eilig. Hier ein Souverän. In Ordnung, Chef. Fragen Sie den Kerl da am Billardtisch, der kann Ihnen helfen, Antonio zu finden. Na toll. Dieser Gentleman hat uns gerade zu Ihnen geschickt. Und ich wette, Sie haben ihm dafür auch noch was bezahlt, hä? Selbst schuld. Da hätten Sie Ihr Geld auch gleich im Klo runterspielen können. Ich bin nie in Antonios Wohnung gewesen. Jetzt haben Sie an und uns beide bezahlt. Und was haben Sie davon? Ich weiß, wo Antonio wohnt, aber ich verpfeife doch meine Freunde nicht. Schon gar nicht an Polypen oder so schleimige Schnüffler. Ach, Geld interessiert sie in dem Moment wohl auch nicht. Was sehen das ja an? Okay, Aber wir nehmen die zweite Geschichte. Ich versichere Ihnen, dass die Angelegenheit, die ich mit ihm zu besprechen wünsche, höchst dringlich ist. Sicher ist sie das, glaube ich gerne. Wir müssen es wohl auf eine andere Art und Weise versuchen, mein lieber Watson. Vielleicht kann der Barkeeper was da steuern, ich weiß es nicht. Also mehr Geld ist nicht.
Wobei, wir haben wahrscheinlich unendliches Portemonnaie. Barkeeper, Sie kennen doch bestimmt Ihre Kundschaft. Wer kann es sich finanziell erlauben, einfach den Tag hier zu vertrödeln? Wir bewirken hier fast nur Gentlemen mit viel Freizeit, begüterte Herren mit Stil, denen eine gepflegte, intelligente Unterhaltung und ein spielerischer Vergleich ihre Geschicklichkeit Vergnügen bereitet und die Zeit vertreibt. Aha, okay, ist klar. Ich befinde mich auf der Suche nach einem gewissen Caruso, der dieses Etablissement zu besuchen pflegt. Kennen Sie ihn zufällig? Mag sein, aber Namen und Gesichter sind nicht meine Stärke. Selbst wenn der selige Prinz Albert persönlich aus dem Grab aufstünde und hier hereinmarschierte, glaube ich kaum, dass ich ihn erkennen würde. Meine Flaschen und Gläser belegen den größten Teil meiner Aufmerksamkeit mit Beschlag. Okay, wir bestellen ein Bier. Ein Bier bitte. Servus, Sir. Nochmal das Gleiche, bitte. Servus, Sir. Ich vermute, dass diese beiden Männer eine mehr als nur flüchtige Bekanntschaft mit dem Gefängnis von Newgate geschlossen haben. Können Sie mir etwas über sie erzählen? Ein paar Kneipenaristokraten, Sir. Jack Mahoney in Gelb und Nobby Charlton ist der mit dem Hut. Ehrliche Kerle, soweit ich weiß. Abschaum kommt mir hier nicht rein. Irgendwie bereitet es mir Schwierigkeiten, das zu glauben. Vielleicht sollten wir Inspektor Lestrade informieren. Gerne. Ich habe zwar ein schlechtes Gedächtnis für Gesichter, aber wenn er Snooker spielt, ist er hier herzlich willkommen. Der Herr im dezenten gelben Jacket scheint mir ein bemerkenswerter Charakter zu sein. Ist er verheiratet? Allerdings, Sir, mit Peg O'Shea. Eine echte Schönheit hier in der Gegend. Schwarze Haare, blaue Augen. Die ganze Familie sind schwarze Iren, wie man hier sagt, mit dem dazugehörigen Temperament. Einer der Gründe, warum sie Jack öfter hier als zu Hause aufhält. Verschwinde, Kumpel. Ich versuche mich zu konzentrieren. Geht nicht? Wann kann man die denn nur besprechen und wann nicht? Jetzt, Sir. Sir, ich würde Sie gerne im Moment sprechen, und zwar jetzt. Habe ich dir nicht gesagt? Vielleicht möchten Sie, dass ich Ihrer Gattin oder deren Brüder mitteile, dass Sie Ihre Zeit mit einer großen, rothaarigen Schauspielerin verbringen, die als Parfum Paul de Vie bevorzugt. Hey Mann, um Gottes Willen, seien Sie still. Haben Sie mir etwa nachspioniert? Das war überhaupt nicht nötig. Die Beweise finden Sie überall in Ihrer Kleidung. Ein langes rotes Haar auf dem Jackett, ein wenig Schmink an Ihrem Kragen, der typische Geruch von Paul de Vie. Lassen Sie es gut sein, das genügt. Können wir das vertraulich behandeln? Natürlich. Ich habe nicht den Wunsch, Ihre häuslichen Arrangements in Mitleidenschaft zu ziehen. Ich muss nur herausfinden, wo Antonio Caruso wohnt. Ich will ihm nichts Böses. Antonio lebt auf dem Kingsway, direkt unterhalb des Holborn-Viadukt, Nummer 86, um genau zu sein. Nettes, gemütliches Plätzchen. Ich danke Ihnen. Ich vertraue darauf, dass diese Information sich als korrekt herausstellt, denn die O'Shears klingen nach einem temperamentvollen und notfalls auch rachsüchtigen Familienclan. Schlimmer, als Sie sich vorstellen können. Ja, ich will zum Durchgang. Ich will da raus. Ich will da raus. Oder muss man hier bloß an die Ecke gehen? Oh, Mr. Sherlock Holmes, nehme ich an. Ihr Porträt in Beatons Jahrbuch sieht Ihnen sogar ähnlich. Dann sollte ich Mr. Charles Doyle, dem Künstler, wohl einmal meinen Dank aussprechen. Wer ist er denn hier? Er kennt uns jedenfalls. Mr. Caruso, wir untersuchen den Mord an... Natürlich, Sie untersuchen Sarahs Tod. Tragischer Vorfall. Aber ich muss Ihnen sagen, ich habe genug Ärger mit Ihrer Schwester, Anna. Sehr bedauerlich, Sir, aber wir untersuchen schließlich einen Mord. Ja, Verzeihung, das war egoistisch von mir. Aber Sie müssen mich verstehen, ich mache mir große Sorgen um Anna. Ich habe sie weder gesehen, noch mit ihr gesprochen seit Sarahs Tod. Das heißt, Sie waren heute in Annas Wohnung? Ja, aber die Haushälterin wollte mich nicht reinlassen. Ich habe der alten Krähe einfach geglaubt, dass selbst sie Anna nicht gesehen hat. Also habe ich meine Karte dagelassen und bin wieder zurückgekommen. Seitdem spiele ich Klavier, um mich abzulenken. Wären Sie so freundlich, uns Miss Caravers derzeitige Adresse mitzuteilen? Auf der besseren Seite der Bunhill Row, Haus Nummer 25, an der Ecke zur Chiswell Street. Nicht die beste Nachbarschaft, aber Anna wollte ein Haus im großen Ziel und das hat sie jetzt. Haben Sie einen Schlüssel?
Nein, aber die Haushälterin ist mit Sicherheit da. Ist sie immer. Sie putzt und wischt und poliert und fegt und fällt ausgesprochen lässig. Was? Und fällt ausgesprochen lästig? Ich muss sie allerdings warnen. Die Frau ist taub wie ein Ziegelstein. Klopfen Sie also laut und lange. Verbindlichsten Dank für diesen Hinweis. Falls Sie einer sehen, sagen Sie ihr doch bitte, dass ich fast umkomme vor Sorgen, ja? Das sieht man. Stört es Sie, wenn wir uns hier ein wenig umschauen? Eigentlich schon, aber ich werde Sie nicht davon abhalten. Ich weiß bloß beim besten Willen nicht, wie das helfen soll, Anna zu finden oder Sarahs Mörder. Jetzt sitzt er schon wieder. Verzeihung, Mr. Caruso, dürfen wir Ihnen noch ein paar Fragen stellen? Natürlich, Mr. Holmes. Mr. Caruso, wir haben von Ihren Picknickausflügen zur Klosterschule gehört. Was ist das für ein Junge, an dem Anna so großes Interesse gezeigt hat? Ein merkwürdiger Knabe, steht immer allein daneben und schaut nur zu. Ich glaube, er tat ihr leid. Armer, kleiner, reicher Junge und so. Sie wissen schon, beim letzten Mal sagte sie, er wolle einen Kreisel und sie werde ihm einen kaufen. Stellen Sie sich das vor, ein Kind etwas zu schenken, das doch schon alles hat. Und kaufte sie ihm einen Kreisel? Ich glaube nicht. Oh, Wiggins hat einen Kreisel. Das war aber nicht Wiggins, oder? Was ist das hier? Ein Kissen. Ein Samtkissen wurde achtlos in diesen Sessel geworfen. Verdammt aber auch. Eine eindrucksvolle Sammlung europäischer Literatur. Gesamtausgaben von Balzac, Cervantes, keine Ahnung, ich kann sie nicht aussprechen, Flaubert und Goethe teilen sich den Platz mit ledergebundenen Klassikern wie der Ilias oder Dantes Inferno. Eine genauere Untersuchung zeigt allerdings, dass etliche der Bücher ganz offensichtlich noch niemals aufgeschlagen worden sind. Aber sie sind existent. So, und Zeugen von Belesenheit. Koffer. Zwei hartschalige Koffer, wie die Spieler von Holzblasinstrumenten sie gerne verwenden. Diese beiden Exemplare sind angestoßen, zerkratzt und ganz offensichtlich nicht pfleglich behandelt worden. Können wir die nehmen, die Koffer? Nee, können wir die öffnen? Was ist da drin? Was auf den ersten Blick wie ein Instrumentenkoffer aussah, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als Kühlbehältnis für Billard- oder Snookerspieler. Der großzügig mit Schnitzereien und Elfenbein-Intarsien verzierte Holzkühl besteht aus zwei Teilen, die sich zusammenschrauben lassen. Können wir die mitnehmen? Ein Visionär, ja. Für Erstausgaben. Ein prassendes Feuerchen brennt im Kamin. Eine der üblichen Messinguhren, wie man sie auf den meisten Kaminsimsen antrifft. Diese ist in einem recht angegriffenen Zustand, entweder durch Alter oder durch nachlässige Pflege. Ja. Ein versilberter Pokal mit einer verschnörkelten Aufschrift. Erster Platz, St. Bernards Snooker Akademie 1887. Da ist er bestimmt ganz dolle stolz drauf. Zu beiden Seiten des eleganten Kamins hängen die gerahmten Porträts einiger der bedeutendsten Opernkomponisten des 19. Jahrhunderts: Rossini, Wagner, Bizet, Verdi, Donizetti und Hoffmann. Okay, ich glaube, wir haben einen neuen Ort.